und willkommen zum neuen Video von mir. Heute bin ich leider alleine unterwegs, aber ich teste die nagelneue GoPro 9. Hinten ist noch die Schutzfolie drauf, weil das Panzerglas kommt erst Mitte Oktober. Also muss es jetzt mal so bleiben. Nur bei der Linse habe ich jetzt gar nichts drauf, weil klar, mit Blasen filmt sich es nicht so gut. Schauen wir mal, was die so kann. Es geht vermutlich auch ab in den Schnee. Deswegen bin ich heute schon wieder etwas wärmer angezogen als sonst. Wow, allererste Aufnahme mit der neuen GoPro 9. Die zeigt vorne jetzt gar nichts an. Das kann man irgendwie umstellen. Vielleicht sollte ich das mal umstellen, weil so ist es sehr seltsam. Man könnte auch einstellen, dass sie das komplette Filmmaterial anzeigt. Aber ich denke, das verschwendet den Akku. Ich hätte gern wieder, dass es so ist wie früher. Mal schauen, ob ich das auch einstellen kann. Ansonsten bin ich selbst sehr, sehr gespannt auf die Videoqualität. Und ja, schreibt mir doch gerne in die Kommentare, falls ihr einen Unterschied erkennen könnt. Oh, wie nett! Da ist gerade einmal Frieden. Und es scheint ein gutes Jahr gewesen zu sein, weil es sind alle geschnitten. So, schon geschafft, dass es vorne wieder aufschreibt, was es gerade tut. Funktioniert saugut. Und die Auffahrt ist auch super. Mir ist ganz schön warm. Obwohl ja am Berg oben Schnee liegt, ist es heute echt schon wieder warm. Hier geht es auch teilweise ganz schön knackig rauf und ich schwitze. Hey, echt dafür, dass Schnee am Berg liegt, es ist krass warm. Willkommen in der Almidylle Teil 2. Einer der wichtigsten Stopps mit dem Biobike ist natürlich nach wie vor Trinkwasser. Und jetzt bin ich eigentlich in der Schneefallgrenze. Oder da, wo sie halt war zumindest. Da seht ihr noch so Reste. Bin gespannt, wie es dann oben am Gipfel ausschaut. Ja gut, die Welt an Schnee ist nicht geblieben, würde ich sagen. Ich tippe mal so auf 10 cm oben am Gipfel. Mal schauen. Ja, die Gasthäuser haben sogar noch offen. Und die Gondel läuft. Das ist mal sehr untypisch. Normal sind wir hier oben ja erst, wenn alles zu hat. Aber gut, heute ist einfach mal außergewöhnlich, weil eben Schnee im September. Gamaschen hätte ich natürlich dabei, aber bis jetzt braucht man die gar nicht. Hier ist so ein kleiner Trampelpfad und der ist schon fast schneefrei. Von dem her geht es echt relativ einfach rauf gerade. Ja, ein bisschen tiefer wird es jetzt schon. Aber so weit ist es auch nicht mehr bis oben. Zwei Wanderer sind mir schon begegnet, die haben gemeint, was, du willst da hochgehen? Der Schnee wird knietief. Naja, gut. Die können ja nicht wissen, was wir sonst so machen. Ja, hier ist dann wohl das, wovon der geredet hat. Aber gut, das ist nur ein Stückchen. So, da oben bin ich. Und das Witzige ist, hinter mir, also Richtung Wörgl-Kufstein, ist es richtig grün. Und vor mir, Richtung Kitzbühel, Kirchberg, die Gegend, schaut es auch wie Hochwinter. Da ist schon wieder eher grün in Westendorf. Und hier vor den Kaiser hat sich sogar schon ein kleiner Schneemann gesellt. Heute zwar allein, aber gegessen wird natürlich trotzdem. Und übrigens bin ich gar nicht ganz allein. Romeo ist nämlich auch da, habe ich gerade gesehen, aber ihn selber habe ich noch nicht gesehen. Hier oben im Gipfelbereich habe ich jetzt noch ein paar Aufnahmen mit der Insta360R für euch. Einfach weil das mit dem Panorama immer besser aussieht, finde ich. Und gerade wenn man alleine unterwegs ist, habt ihr jetzt halt ein bisschen was vom Fahrrad drauf. Ansonsten ist ja einfach nur der Trail vorne zu sehen. Und die Sequenzen zeige ich euch jetzt aber dann gleich noch. Da kommen dann auch einige im Wald, wo man dann wirklich erkennen kann, ob die GoPro 9 lichtstärker geworden ist. Denn ich finde, das war ein bisschen schlecht bei der 8er noch. So dass, wenn es halt düster wird, dass man dann immer gesehen hat, dass es verschwommen wurde und die Bildqualität wirklich deutlich abgenommen hat. Und angeblich ist das jetzt ja dann besser. Werden wir uns gleich anschauen, sobald wir hier mal vom Gipfel runter sind. Snow, red sky, reach out.
Ab jetzt seht ihr die Aufnahmen wieder von der GoPro 9. Oh, weia. Ich bin einfach viel zu spät dran. Ich hätte heute viel früher fahren müssen, dann wäre das wahrscheinlich noch hart gewesen. Na, wurscht. Geht mal auf. Ja, und weil ich mal darum gebeten worden bin, ein Video davon zu machen, wie wir so filmen, dachte ich, ich mache das jetzt gleich mit hier, weil das wird, glaube ich, eh nicht so lang und dann kann ich das gleich mit einspeisen. Das hier im Kopf ist die Insta360. Mit der mache ich meistens oben am Gipfel die Aufnahmen, wenn das Panorama richtig gut ist, weil da kann man dann sich nachträglich aussuchen, was man wirklich hernimmt. Ist in den Spitzkehren immer mit dabei, weil man eben da den Winkel nicht verliert, weil man ja eben das nachträglich auswählen kann. Das zeige ich euch aber gleich noch. Und man hat diesen super tollen Rundumblick. Und dementsprechend verwende ich die super gerne oben am Gipfel und bei so Geraden. Und wenn man vielleicht irgendwie Absturzgefahr hat oder so, das kann die richtig gut widerspiegeln. Ansonsten filme ich mit der GoPro 8, jetzt heute eben das erste Mal mit der 9er. Die ist vorne auf dem Lenker drauf bei mir, hier oder da oben am Helm, wo jetzt gerade die Insta ist. Und ansonsten habe ich die ab und an in der Hand, so wie jetzt. Und diese anderen Sequenzen, die ihr dann manchmal von vorne seht, die sind meistens mit meinem Handy gefilmt, mit einem iPhone. Ja, das war es eigentlich auch schon. Hexenwerk vorbei. Und nachher zeige ich euch eben noch, wie ich dann die Insta360-Aufnahmen bearbeite. Ja, das ist heute schon eine ganz schöne Schlammschlacht. Aber läuft schon. Wow! Ja, so wäre mir das schon lieber gewesen. Aber gut. Was total witzig. Am Video sieht man es, glaube ich, kaum, aber da ziehen voll die Nebelschwaden übers Wasser, weil der See natürlich jetzt wärmer ist wie die Luft. Der fühlt sich sogar relativ warm an. Ich überlege gerade, ob ich reinspringen soll. Ja, was soll ich sagen? Was tut man nicht alles für ein witziges Titelbild? In den Bergen hinten liegt Schnee. Ich stehe hier mitten im See drin und werde jetzt auch gleich noch reinhüpfen, denn der ist gar nicht so kalt. Ich habe selber ein Foto auf Facebook gesehen gestern und dachte mir, boah, der ist ja total verrückt. Aber logisch, bis vorgestern war es ja noch relativ warm. Dementsprechend ist der See auch noch warm. Draußen ist es allerdings echt frisch. Deswegen muss ich mich nachher beeilen beim Wiederanziehen. Von der Seite und mit den Wolken schaut der Berg jetzt auch richtig cool aus. Ja, jetzt wird die GoPro gleich mal richtig getestet. Es ist ziemlich düster und da ist die Bildqualität ja meistens nicht so gut gewesen. Deswegen bin ich gespannt, was die 9er jetzt so zu bieten hat. Thank you.
schon lange. So wie das Radl jetzt auch schon. So, lasst die Waschung beginnen. Diesmal hat das Radl echt ganz schön nötig. Und damit bin ich auch schon wieder zurück. Super Tour. GoPro-Akku hat noch 52%. Scheint wirklich ein bisschen weniger zu brauchen wie bei der alten. Muss ich mal beobachten. Und ja, Bremsbeläge muss ich schon wieder weg. Keine Lust. Aber wird nichts helfen. Werde ich jetzt gleich machen. So, schaut mal her. Bearbeiten tue ich die jetzt ganz easy. Die sind dann hier bei der Insta-App. Und zwar beim Album. Und dann habe ich die schon runtergeladen. Das sind die Videos von heute. Anfangen tut es immer hier mit dem untersten. So, genau. Und dann habt ihr das jetzt schon da und könnt hier eben komplett drin drehen, alles anschauen. Aber für YouTube brauchen wir dann die Seitenauflösung 16:9. Und dann gehe ich hier auf dieses Plus und hier auf die Kamera und dann kann ich quasi das einfach wieder nachfahren nochmal und je nachdem in welche Richtung ich das dann eben drehe, das habe ich dann drauf. Also das ist echt ziemlich cool, aber halt auch ein bisschen aufwendiger, weshalb ich mir das immer nur oben antue. Ein bisschen Aussicht ist, das bisschen was zu sehen, das ist tatsächlich. So würde ich das jetzt machen. Und all diese Videos ziehe ich mir dann auf meinen Laptop und schneide sie dort mit ganz unspektakulär iMovie. Da ist gar nicht mehr unterstützt, aber für mich reicht es derzeit noch ganz gut aus. Dann kann ich das hier eben zuschneiden, hier die Tonspur drunter legen und so lasse ich es dann auswerfen hier. Und fertig. Das ist das ganze Hexenwerk. Ich hoffe, ich konnte das bisschen beantworten und du kündigst uns das Abo nicht. Mir ist nämlich schon geschrieben worden, wenn kein Hinterradversetzen kommt und das nicht, wie ich filme, dann war natürlich Spaß. Aber klar, wir bemühen uns schon, auch die Sachen zu machen, die ihr uns eben sagt. Allerdings ist es manchmal gar nicht so einfach, weil wir teilweise schon ein bisschen was an Material vorgefilmt haben oder eben die Tour so furchtbar lang ist, dass man gar nichts anderes einschieben kann und. Egal. Auf jeden Fall hoffen wir, es hat euch gefallen. Oder ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und dann bis zum nächsten Mal. Hoffentlich wieder alle zusammen. Martin und Vicky sind übrigens gerade in den Westalpen. Aber ich habe nicht mehr ganz so viel Urlaub. Deswegen bin ich nicht dabei. Aber die machen sicher auch einige richtig coole Aufnahmen für euch.